Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Clash Royale. Und gleich mal zu Beginn eine Frage an euch. Ich mache ja auch öfter Livestreams, da waren viele von euch schon dabei, vielen Dank dafür. Aber was soll ich als nächstes für einen Livestream bringen? Seid ihr mehr der Meinung, ich soll einen Clash Royale Livestream bringen oder soll ich einen Castle Crush Livestream machen? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja Leute, wir haben ja schon 200 Pokale erreicht, was ich eigentlich ziemlich nice finde. Haben bis jetzt noch kein Spiel verloren und ja, das ist ja schon die dritte Ausgabe von Clash Royale. Bin gespannt, wie weit wir da noch raufkommen. Und ja, nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefällt. Falls es euch nicht gefällt, kann ich es natürlich auch nicht ändern, aber würde mich natürlich freuen. So, wir setzen hier mal was dagegen, gegen seinen Riesen, da kommt er auch noch mit einem Prinzen angerannt. Oh ja, mit einem Overcharge hat er hier meinen, ja, etwas geschadet. Meinen Ritter und den auch zerstört. So, aber das machen wir das gleich mit seinem. Und da ist er auch schon weg. Wir haben hier also einen kleinen Push am Start und kommen voll mit dem Overcharge rauf auf seinen Turm. Da können wir schon ordentliches an Schaden einfahren. Ja, wo setzt der Gegner als nächstes? Wo muss ich verteidigen? Oder bin ich der als nächstes, der was setzt? Gegner ist schon auf Level 3, 215 Pokale. Eieieiei, komm, setzen wir hier den Riesen auf Level 1. Ja, da gegen die Valkyrie werden wir hier den Prinzen setzen. Und hier auf der anderen Seite werden wir nicht setzen, egal. Da werden wir ihn verlieren lassen gegen das Ganze. Denn Riesen hat zwar etwas Schaden gemacht, aber wir haben uns hier einen Turm geholt. Komm, können wir da noch einen Ritter setzen, bevor er raufgeht? Nee, der Bäcker geht auf den Turm. Aber egal, da haben wir super abgewehrt. So, jetzt einen Bomber, um hier den Turm zu verteidigen. Wir wollen natürlich hier den Turm nicht verlieren. Leute, ihr merkt schon, ich sage manchmal Burg, weil ich das noch von Castle Crush so gewohnt bin. Denn ich spiele ja momentan beide Spiele zeitgleich. Also mache von jedem ein Let's Play immer. Und da kann das schon mal passieren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, was setzen wir? Einen Riesen oder setzen wir einen Riesen, der hält viel aus. Komm, geht sich das noch aus, bevor wir in der Range der Türme sind, dass wir, yes, und da kommt er auch noch mit dem Prinzen. Den sollten wir hier gut zerstören können. Ja, yep, geht sich aus. Easy, Leute. Und da schafft sogar der Riese hoffentlich noch bis zum Turm. Und dann werden wir hier auch noch einen Prinzen spielen. Komm, Prinz. Mit der Aufladung auf den Gegner. So, komm. Sollte sich ausgehen. Yes, da haben wir einen Free Crown Win gegen Paulinator. Yes, der ist schon in einem Clan. Ich kann hier noch in keinen Clan beitreten, Leute. In welchen Clan soll ich denn dann beitreten, wenn ich Level 3 bin? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht einen Clan habt oder ob ihr vielleicht Lust habt, einen, ja, Community-Clan für meinen YouTube-Kanal hier zu erstellen. Gerne alles damit in die Kommentare, Leute. So, wir öffnen hier nochmal die Silberkiste und schauen mal, was wir so drinnen haben. Speerkobolde, Bogenschützen. Ja, finde ich nice. So, da öffnen wir gleich wieder was. Die haben nur mehr 41 Juwelen. Eieiei, und keine Kronentruhe zu öffnen. Ja, wir kämpfen einfach nochmal weiter. Schauen, wie weit wir uns raufpushen können. Vielleicht kaufen wir uns auch noch was im Shop hier. Also an Karten, nicht an Drohnen oder Juwelen, meine ich hier mit dem Shop. Hm, gehen schon wieder auf Level 3. Entweder ich bin so gut, dass ich hier der Einzige auf Level 2 bin mit der Pokalanzahl. Wir setzen den Riesen mal ganz weit hinten, damit wir hier auf unserer Seite einen guten Push aufbauen können, bevor wir zur gegnerischen Seite rüberkommen. Eieiei. Wie gesagt, Deckvorschläge sind gerne willkommen. Alles rein in die Kommentare. Ich kann euch dann nachher nochmal mein Deck zeigen. Oh, spielt der Gegner hier nichts oder was ist los? Machen wir einfach einen. Okay. Gegner scheint anscheinend. Hat anscheinend Verbindungsprobleme. So, bei mir laggt es jetzt. Nein, kein Lag. Bitte kein Lag. Das hatten wir schon mal. Wow, da setzt der Gegner ordentlich was. Er hat die Hexe am Start. Uiuiui. Ui, ui. Aber wir können, glaube ich, hier auf der linken Seite so einen Turm zerstören, wenn es so weitergeht. So, wir haben den Bomber am Start. Den Drachen feuern wir aus dem Himmel. Und komm, yes, wir haben den ersten Turm des Gegners zerstört. Finde ich nice, Leute. Finde ich wirklich nice. Ui. Jetzt wird es aber anstrengend hier auf dieser Seite. Komm, erstmal die Pfeile. Und dann können wir vielleicht was mit einem Prinzen daran ändern. Hätte ich vielleicht doch, denn... Aber hier geht wenigstens alles auf den Prinzen. Und er überlebt sogar. Er überlebt diesen Push vom Gegner. Oi. Na gut, da können wir jetzt eigentlich, ja... Gegner setzt das hier ein. Ich habe keine Pfeile, aber ich habe den hier. Feuerball drauf auf die Armee. Hätten wir natürlich besser verwenden können. Aber sonst hätte das sehr, sehr viel Schaden gemacht, wenn sie die zum Turm geschafft hätten. Diese Bekanntschaft habe ich schon öfter gemacht früher bei meinen Livestreams auf Twitch. Ja, wie gesagt, Castle Crush oder doch eher Clash Royale für den nächsten Stream. Würde mich freuen, wenn ihr euch das in die Kommentare, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. So, da habe ich natürlich jetzt falsch gesetzt, aber mit einem Bomber
Dann vielleicht auch mit einem Musketier für den Drachen. Sollte sich das alles easy ausgehen, aber... Okay, es geht sich nicht aus. Der Drache fliegt jetzt gleich mal weg. Und die Hexe hoffentlich auch. Ja, die ist weg. Wow, Leute, der Gegner ist gar nicht mal so schlecht. Da hat er auch schon noch einen Turm von mir geholt. So, jetzt die Pfeile mal hier. Nein, 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 nein. Da war ich zu langsam, da war ich zu langsam. Eieieiei. Komm, den Riesen hier. Mit dem Riesen distracten das Ganze. Huch. Huch, 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 Leute. So, dann setzen wir den Bomber hinter dem ganzen Zeug hier. Und dann auch mal den Riesen. Und hier noch was, damit wir jetzt mal einen ordentlichen Push haben. Komm, Hexe muss weg. Und auch, ja, der Drache muss natürlich auch weg. Drache macht leider Flächenschaden. Das ist natürlich momentan nicht so gut, aber hier. Ja, das haben wir jetzt gut verteidigt eigentlich. Komm, wir setzen einfach hier einen Prinzen auf die linke Seite, um vielleicht hier mal den Gegner besser abzulenken. Und dann auch noch hier das. Oh, da setzt der Gegner einen Meteor. Hilft ihm aber jetzt nichts. Wir haben mit der Aufladung auf seinen Turm. Ich will natürlich einen Free Crown Win, Leute. Wir setzen auch noch hier auf dieser Seite was. Und ich glaube, das wird ein guter Free Crown Win. Geht sich aus. Sollte sich easy ausgehen. Komm, einen Schlag noch vom Bomber. Und da haben wir den Free Crown Win. Ist sich on point ausgegangen. Denn mein Bomber ist nach dem Bombenwurf, ja, den Skeletron zum Opfer gefallen. Aber so haben wir das easy gewonnen. Plus 29. Hui. Wir wollen natürlich heute auf die 300 pushen. Also ich hoffe, das geht sich aus in diesem Video. Ab 400 kommen wir in die neue Arena. Hey, wir können den Riesen upgraden. Wieso machen wir das nicht? So. Trefferpunkt, wow, 190 hält jetzt mehr aus und auch mehr Schaden. Uiuiuiui, das gefällt mir natürlich gut. So, wir haben hier was, ja, die verbessern wir auch noch. Wir haben was gegen die Lufttruppen, denn manche Gegner spielen ja schon einen Drachen. Hier Lufttruppen, das macht Flächenschaden. Wir könnten nur, nein, ja, komm, sollten wir den Ritter... Nö, ich glaube nicht. Das Deck gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Wir könnten nur den Feuerball mal rausnehmen. Ich meine, den finde ich jetzt nicht so nötig momentan. Da könnten wir stattdessen einen Packer reinhauen. Oder vielleicht auch einen Goblin. Kobolde meine ich natürlich. So, wir kämpfen einfach mal. Mal schauen, was unser neues Deck so taugt. Naja, neu. Es hört sich an, als würde ich hier was Extremes verändert haben. Aber nein. Na, come on. So, wie machen wir das? Der Drache soll mal auf den Turm gehen. Ja, dann können wir ihn hier mit dem Bogenschützen easy von der Seite bekämpfen. Und wir setzen gleich mal dahinter einen Riesen, um hier mal einen Push aufzubauen. Wow, 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 wow. Hey, da überleben sogar meine Bogenschützen. Meine Bogenschützen auf Level 3 überleben das Ganze. Und jetzt pushen wir mal. Da setzt der Gegner zwar einen Bomber, aber irgendwie blöd, denn mein Bomber sollte den, nein, durch den Flächenschaden doch nicht zerstören können. Das sieht easy aus. Da haben wir schon den ersten Turm des Gegners und wir pushen gleich mal auf der rechten Seite nach vor. Da ist auch der Bomber des Gegners dann dem Ganzen zum Opfer gefallen. Und wir machen jetzt überall mal Schaden. Wir sind hier mit dem aufgeladenen Ritter in den Turm rein. Schaffen wir hier auch noch diesen Turm. Boah, der macht so viel Schaden, Leute. Yes, und da geht er auch gleich mal weiter. Finde ich jetzt nice. Finde ich wirklich nice. So, aber ich glaube, hier werden wir einen Turm verlieren. Sieht ganz danach aus. Ja, da ist der Turm weg. Der Drache ist aber auch weg. Und jetzt sparen wir natürlich mit dem Elixier auf den Riesen. Ah, oh, come on. Aber da können wir ihn das nur so setzen. Einfach viel Schaden hier. Falls du gegen einen Bomber setzt, ist das natürlich nicht so gut für mich. Aber egal. Falls wir in die Overtime gehen, gewinnen wir. So, hier mal den Riesen. Vor dem Ganzen. Und dann werden wir auf der rechten Seite natürlich probieren, mit einem Prinzen nach vor zu preschen. So, der Bomber war hier sehr ungut gesetzt vom Gegner. Einfach ins Freie rein. So, und jetzt mit dem Prinzen auch noch Schaden ziehen auf den gegnerischen Tower, auf den Königsturm. Und da haben wir gewonnen, würde ich mal sagen. Free Crown Win, wieder mal. Yay, 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 Kampf vorbei. Ich muss mir mal unbedingt meine Stats anschauen. So, plus 30. Yep, weiter geht's. Wo sind meine Stats genau? Hier. Wir haben 10 Siege und davon sind 9 Free Crown Wins. Das ist mal eine coole Statistik, Leute. Wie viele Siege habt denn ihr schon? Ich glaube, ihr habt um einiges mehr. Ja, wenn ich das gegen Castle Crush vergleiche, habe ich bei Castle Crush ja fast schon 1000 Siege. Ich hoffe, ich habe bald den 1000. Sieg. So eine Jubiläumsfolge, der 1000. Sieg. Und dann mache ich wahrscheinlich die Folge und verliere nur. Und dann stehe ich wieder bei 999. Genau so kann ich mir das Ganze vorstellen. So, das Deck funktioniert, haben wir gesehen. Oder es war einfach nur Glück, denn der Gegner hat manchmal nicht so schlau gespielt. Oder was meint ihr zu diesem Gegner? Ihr wisst schon, in die Kommentare mit euren Meinungen. Alles, was ihr so denkt während den Let's Plays, schreibt ihr einfach in die Kommentare, auch wenn ihr überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun habt. Ich lese mir alle eure Kommentare zu, plaudere auch gerne über andere Sachen mit euch. So, Gegner hat den Kampf verlassen. Ach, komm schon, Gegner. Bitte komm zurück. Bitte, 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 bitte.
Na. Das finde ich nicht so cool, wenn die Gegner immer den Kampf verlassen. Ja, natürlich blöd, wenn ich sie eine schlechte Internetverbindung haben. Kennt ihr ja von meinen Livestreams mit der schlechten Internetverbindung. Das wünsche ich natürlich keinem. Ah, Gegner hat den Kampf wieder aufgenommen. So, aber jetzt pushen wir schon ordentlich hier auf seinen rechten Turm mit dem Packer. Und hier noch hinter dann Bomber und alles dabei. So, noch ein Fernkämpfer drauf. Dann noch einen Ritter. Und dann sollten wir auch hier easy seinen Königsdauer schaffen. Ja, geht sich aus. Da haben wir schon gewonnen, Leute. Da brauchen wir gar nichts mehr setzen. So, Free Crown Win gegen den Ranglothyprok. Keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, aber ja. Ja, Leute, und ich würde sagen, hiermit beenden wir auch dieses Let's Play. Wir haben die 300 Pokale easy geschafft wieder mit Free Ground Win. Ja, leider geht sich meine Statistik nicht mehr aus, dass die Siege gleich hoch sind wie die Free Ground Win. Aber egal. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen, wenn euch das Video gefallen hat. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns. Ciao.